Ja, Lukas, gerade vorgestellt worden, Michael Schappers per Brill, neuer ÖTV Südstadt Head Coach. Wie gefällt dir denn bis jetzt? Wie sind deine ersten Eindrücke quasi von ihm? Ja, wir haben im Herbst schon mal eine Einheit gespielt, oder auf jeden Fall war ein Tag da im Herbst schon. Da habe ich eigentlich einen recht guten Eindruck gehabt, sehr ruhiger Typ. Und jetzt nicht mehr. Jetzt auf jeden Fall schon noch. Ich hab seitdem nicht mehr mit ihm trainiert, halt deswegen sage ich. Also das, was ich am Platz mit ihm erlebt habe, das war sehr angenehm, das war sehr ruhig. Ich finde auch, er wirkt so auch sehr, sehr ruhiger Typ, sehr, sehr guter Mensch, finde ich. Und was ich so in den Einheiten so mitgekriegt habe, glaube ich, hat auch sehr viel Ahnung, technisch und alles. Und ich glaube, dass das ein guter Mann ist für die Position. Mhm. Für dich persönlich hast du schon erzählt mir, geht es jetzt zu Futures weiter. Nehmen an, das ETP-Punktekonto soll mal aufgestockt werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mehr im Februar habe ich es noch trainiert gehabt. Dann Anfang März geht es auf Futures. Ich weiß noch nicht wie viele, ich weiß noch nicht genau wohin. Und dann geht es halt einmal darum, durch die Quali durchbeißen und dann so viele Punkte wie möglich gleich einmal sammeln. Mhm. Besonders im Doppel ist es dir ja in letzter Zeit sehr, sehr gut ergangen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Wie fühlt sich das denn an, der Australian Open Junioren-Sieger zu werden? Ja, es haben mich schon einige Leute gefragt. Es fühlt sich natürlich in dem Moment, wenn du das gewinnst, wenn du letztes Jahr am gleichen Platz und alles das Finale verloren hast und heuer hast du es dann gewonnen mit einem Partner, mit dem du dich sehr gut verstehst, ein sehr guter Freund von mir auch, außerhalb vom Platz. Es fühlt sich natürlich extrem gut an. Und ja, es war halt nicht viel Zeit so zum Feiern. Wir sind gleich am nächsten Tag geflogen. Aber man nimmt natürlich ein gutes Gefühl mit nach Hause und das ist das, was wichtig ist und Selbstvertrauen auch. Mhm. Ansonsten, du bist momentan fleißig am Arbeiten mit Andreas Fasching, nehme ich an, und Florian Pernhaupt. Wie läuft es denn so? Ja, ich finde, es läuft eigentlich recht gut. Mit dem Flo mache ich unsere Kondi-Einheiten immer in der Frühschnelligkeit mit der Kraftkammer. Am Anfang war es jetzt wieder zart nach dem Turnier, weil es ist schon was ganz anderes, der Turnierrhythmus mit den Übungen, die du am Turnier machst oder wenn du dann wirklich da bist und trainierst. Dazwischen die Tennis-Einheiten laufen sehr gut, der Fahrschweiz. Einmal noch in Norwegen mit den Junioren, also mit den Jüngeren auf Team Cup. Da habe ich selber trainiert mit anderen Leuten. Jetzt habe ich mit Jürgen trainiert die letzte Woche ein paar Mal, heute wieder. Was sicher super Sache sein wird, ne? Sehr gut, also es taugt mir echt, dass er das macht, also der mit mir auch spielt. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es passt für ihn auch, wenn wir spielen. Und es taugt mir extrem. Also ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mir jetzt momentan helfen und das ist echt super gerade. Überhaupt eine tolle Sache, denke ich mal, dass Jürgen da jetzt künftig auch zur Familie Simacek gehört und im Rahmen dessen auch öfter mit dir trainieren möchte, oder? Sofern es halt eben gerade möglich ist und es passt, ne? Super Sache, nehme ich an für dich. Ja, es ist sicher, also wenn es mit jedem Profi, mit dem du trainieren kannst, vor allem der Jürgen, Top 10 gestanden im Einzel, Doppel hat auch zwei Grand Slams gewonnen, Mixed hat eins gewonnen, was auch nicht so schlecht ist. Es fühlt sich schon gut und du kannst auch schauen, was macht er gut, wie geht er die Trainings an. Er hat jetzt auch schon einige Erfahrungen auf der Tour und so und du merkst halt schon, wie es dich selber auch pusht, wenn du mit solchen Leuten spielen kannst und dass dir das selber extrem viel bringt. Du hast mir nur vorher noch von ein paar Bauchschmerzen heute erzählt. Du bist ja noch nicht auf die glutenfrei, laktosefrei und zuckerfreie Diät von Jürgen umgestiegen, hat er gerade vorhin erzählt. Werden das für dich auch ein Thema? Ja, ich weiß nicht, ich hab mich damit noch nicht wirklich befasst, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich muss immer schauen, dass ich so die Sachen alles mache und dann kann man mit den Sachen auf jeden Fall noch einiges optimieren. Es ist nicht so, als dass ich jetzt zu Mecke gehe dreimal am Tag, also ich ernähre mich schon wie ein Sportler, aber solche genauen Sachen habe ich natürlich noch nicht gemacht und weiß nicht, ob ich die in nächster Zeit auch machen werde, also müssen wir noch schauen. Alles klar, dann Mahlzeit heute und hoffentlich nicht bei Mecke. Danke dir.